Ich grüße dich aufs Herzlichste. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer Bewusstseinsreise. Dieses Mal starte ich sogleich mit einer Geschichte, wo mir der Verfasser unbekannt ist. Viel Freude beim Lauschen. Im Feuer des Lebens. Eine Gruppe von Frauen studierte einmal das Buch Maleachi im Alten Testament. In Kapitel 3 stolperten sie über Vers 3, der lautet: Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er läutet sie wie Gold und Silber. Dieser Vers machte die Frauen stutzig. Sie fragten sich, was er über den Charakter und das Wesen Gottes aussagt. Eine der Frauen erbot sich, etwas über den Prozess des Läuterns von Silber in Erfahrung zu bringen und der Gruppe bei der nächsten Bibelstunde darüber zu berichten. In der darauffolgenden Woche rief diese Frau einen Silberschmied an und vereinbarte einen Termin, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte keinen Grund für ihr Interesse, außer der Neugier im Hinblick auf den Prozess des Läuterns von Silber. Während sie den Silberschmied beobachtete, hielt er ein Stück Silber über das Feuer, um es zu erhitzen. Er erklärte, dass man das Silber zum Zweck der Reinigung genau über die Mitte des Feuers halten müsse, wo die Flammen am heißesten seien, damit alle Verunreinigungen verbrannt würden. Die Frau dachte darüber nach, wie Gott uns genau an einen solchen heißen Ort stellte. Dann dachte sie wieder an den Vers. Dass er sich setzt, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es stimme, dass er während der gesamten Zeit, während das Silber gereinigt werde, dabei bleiben und vor dem Feuer sitzen müsse. Der Mann antwortete ja und erklärte, dass er nicht nur da sitzen und das Silber halten müsse, sondern er müsse auch während der ganzen Zeit auch seine Augen auf das Silber richten und genau aufpassen, wenn er das Silber nur einen Moment zu lang im Feuer beließe, würde es beschädigt werden. Die Frau wurde einen Moment still. Dann fragte sie den Silberschmied: Woher wissen Sie, wann das Silber vollständig gereinigt ist? Er lächelte und antwortete: Oh, das ist einfach, wenn ich mein Spiegelbild darin sehe. Wenn du heute die Hitze des Feuers im Leben auf dieser Welt verspürst, dann denke daran, dass Gott seine Augen auf dich gerichtet hat. Ich finde, eine nachdenkliche Geschichte. Nun ja, ich sehe das Leben als einen Lern- und Reinigungsprozess. Wir haben die Wahl, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Wir können diese mit einem Widerstand begegnen oder diese akzeptieren und mit einem Segen dankbar annehmen. Denn all die Herausforderungen im Leben dienen einem persönlichen Wachstum, wo aus den schwierigsten Erfahrungen der größte Nutzen entstehen kann. Schritt für Schritt befreien wir uns durch das Feuer des Lebens in eine erhöhte Bewusstseinsebene, in eine erhöhte Schwingung. Sprichwörtlich die Reise einer Veredelung unseres Selbst, bis wir unserem Schöpfer gleich geworden sind und alles durch die bedingungslose Liebe erblicken können. Diese Reise, was durchaus oft sehr holprig sein kann, traut uns unser Schöpfer zu. Er glaubt an dich, darum glaube auch du an dich und genieße diesen Prozess des Aufstiegs. Zum Abschluss nochmal dieser letzte Satz aus der Geschichte. Wenn du heute die Hitze des Feuers im Leben auf dieser Welt verspürst, dann denke daran, dass Gott seine Augen auf dich gerichtet hat. Also vertraue,
Alles, alles Liebe und bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.